Wer sich in meinen Willen fügt, der wird in mir den liebenvollsten und treuen Vater finden, denn ihn lasse ich nicht mehr in der Bedrängnis der Seele. Und ist die Seele nicht mehr in Not, dann wird auch der Körper nicht mehr so zu leiden brauchen, wenngleich dessen Substanzen sich noch vergeistigen können durch das Leid und dies eine schnellere Aufwärtsentwicklung bedeutet für das Geistige, das in der Außenform des Menschen noch gebunden ist. Ihr Menschen wisst nicht, wie gern ich euch den Weg verkürzen möchte, der zu mir führt und der als Ziel eure endliche Freiwerdung hat. Ihr müsstet unsagbar lange Zeit wandeln auf Erden vor euren Verkörperung als Mensch und diese letzte Entwicklungsperiode ist nur kurz und kann euch doch restlose Freiwerdung eintragen, so eure Wille recht gerichtet ist. Und ich will euch helfen, dass ihr auf Erden euer Ziel erreicht, dass ihr euren Blick zu mir wendet und mit mir zusammen den Weg geht bis zu eurem Lebensende, denn dann könnt ihr nicht vergehen. Ihr aber wendet oft den Blick zur Seite und lasst euch verlocken von den Reizen der Welt. Eure Wille strebt noch irdische Güter an, nach denen ihr Verlangen trägt, und ihr seid in Gefahr, in das Bereich meines Gegners zu geraten. Und darum muss ich euch oft anstoßen lassen, dass ihr aufwacht und wieder des Weges achtet, dass ihr meine nicht vergesst und nach mir ruft in der Not, dass eure Wille wieder mir gilt. Doch solange ihr nicht abirrt von Wege, solange ihr den Blick zu mir erhebt und meinen Willen zu erfüllen trachtet, bin ich euch fühlbar nah und ich bewache jeden Schritt. Ich führe euch an der Hand und leite euch über alle Beschwernisse des Weges hinweg, die ihr aber überwinden müsst, weil dies eure Aufwärtsentwicklung fordert. Doch nichts darf euch dann schrecken, nichts verzagt oder müde werden lassen, denn solange ihr mich zum Begleiter habt durch euren Willen, der mir zugewandt ist, werdet ihr nie ohne Kraft sein. Immer wieder stärke ich euch, und legt ihr den Weg auch mühevoll zurück, so zieht ihr doch für Körper und Seele den größten Vorteil daraus, denn sie vergeistigen sich mehr und mehr, und euer Ende wird ein seliges sein. Und ihr werdet dereinst zurückschauend den Segen des Leides erkennen, das ihr erdulden musstet. Denn ich will wahrlich nur für euch das Beste, doch ich kann euch die Seligkeit des ewigen Lebens nicht geben, solange ihr unreifen Geistes seid, solange ihr noch nicht völlig geläutert und entschlagt mir gegenübertreten könnt, denn nur meine Nähe ist Seligkeit für euch und diese setzt Reinheit und Lauterkeit voraus, und dazu will ich euch verhelfen, solange ihr noch auf Erden weilt, denn meine Liebe zu euch ist übergroß, sie will euer Leid verkürzen, auf dass es nicht im Jenseits euch beschieden ist, wo ihr doppelt leidet, weil ihr dann kraftlos seid. Ich habe wenig Gefallen daran, wenn ihr leiden müsst auf Erden, und meine Liebe möchte euch auch dieses Leid ersparen, doch dann wäre es nur euer Nachteil, denn ihr könnt nie und nimmer zur ewigen Glückseligkeit gelangen.
Ihr könnt nimmermehr in Kraft und Freiheit tätig sein, und eure Los wäre ewig das der Gefangenen, kraftlos und gefesselt in der Sünde und ewig fern von mir. Meine Liebe zu euch aber ist größer als mein Mitleid, und weil meine Weisheit das Leid als einziges Mittel erkennt, euch zurückzugewinnen, um euch frei zu machen aus der Gebundenheit, müsst ihr auf Erden durch eine harte Schule gehen und kurze Zeit Anlass auf euch nehmen, das euch wohl schwer und unerträglich scheint und doch nur ein Beweis meiner Liebe zu euch ist. Doch ihr selbst habt es in der Hand, euch das Leid zu verringern. Ihr selbst könnt es euch erträglich machen, wenn ihr euch bemüht, meinen Willen zu erfüllen, wenn ihr in der Liebe lebt. Denn die Liebe ist Kraft. Die Liebe bin ich selbst, und so ihr euch in der Liebe übt, seid ihr auf Kraft durchströmt, und ihr braucht nun nicht mehr zu fürchten, dass das Leid euch zu Boden trägt. Denn nun überwindet ihr es mit mir zusammen, und ich lasse euch wahrlich nicht ohne Hilfe, so ihr durch Liebeswirken zu meinen Kindern geworden seid. Bleib in der Liebe, so bleibt ihr auch mir verbunden. Nehmt Anteil an der Not der Mitmenschen und stellt eure eigene Not zurück, dann werdet ihr selbst euch das Leid verringern, ihr werdet es nicht spüren, und das Erdeleben wird stets erträglich sein, denn dann läutet ihr euch durch die Liebe und benötigt das Leid nicht sehr zum Ausreifen eurer Seele. So wie ihr das Leid erkennen lernt als einen Beweis meiner Liebe, so wie ihr es als ein Mittel anseht, durch das ich euren Willen zu wandeln suche, um euch selig zu machen, wird es euch auch nicht mehr so schmerzlich berühren. Ihr werdet es geduldig ertragen und euch nicht mehr aufbäumen gegen das Schicksal, das euch hart zu sein dünkt, das euch aber schon auf Erden gestalten kann zu Lichtwesen, so ihr dadurch zu mir findet. Doch wisst, dass ihr es selbst zu verringern vermögt durch die Liebe, und so nützt die Zeit bis zum Ende. Tut alles, um euch in der Liebe zu üben, und gestaltet euer Herz, dass ich in ihm Aufenthalt nehmen kann und ihr dadurch krafterfüllt seid, alle Widerstände zu überwinden. Denn wo meine Liebe wirken kann, dort gibt es keine Schwäche, kein Verzagsein, keine Mutlosigkeit und keine Sorgen. Wo ich wirken kann, ist Seelenfrieden, Hoffnung und Stärke und ein ständiges Gefühl der Sicherheit. Denn ich führe die Meinen an der Hand, ich schütze sie vor der Gewalt des Bösen. Und sie spüren meinen Schutz, sie geben sich mir vollgläubig hin und lassen mich walten. Ich neige mich meinen Kindern väterlich zu und sorge für sie bis an ihr Lebensende, bis sie in das geistige Reich eingehen, wo sie in meiner Gegenwart unaussprechlich selig sind, bis in alle Ewigkeit. Amen.